Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren, alte Menschen, 80- bis 90-Jährige, Frauen, sie alle verbrannten bei lebendigem Leib. Sie rannten immer schneller und schneller und einer von ihnen holte sie ein, hielt ihr eine Waffe an den Kopf und schoss. Meine Mutter fiel hin und war überall voller Blut. Sie war verwundet, ihr Ohr war zerrissen, die Kugel hatte ihre Schläfe gestreift. "20 Meter tiefe Brunnen wurden mit lebenden Menschen gefüllt. Und dann wurden sie alle getötet." Auf der ganzen Welt, in allen Zivilisationen, gilt, dass man unschuldig getötete Opfer ehren und respektieren muss und dass die Verantwortlichen für dieses Übel, in diesem Fall für den Massenmord, für den Völkermord, verurteilt und bestraft werden müssen. "70 Jahre. Diese Zeitspanne kann ein ganzes Menschenleben umfassen, voller Höhen und Tiefen, Freuden und Enttäuschung, verpassten Gelegenheiten und grandiosen Errungenschaften. Doch aus historischer Sicht sind 7 Jahrzehnte nicht mehr als ein Augenblick. Im Juli 2013 jährten sich zum 70. Mal die Ereignisse, die bis heute weder von der polnischen noch von der ukrainischen Gesellschaft abschließend bewertet worden sind." Am 8. April 2013, kurz vor dem 70. Jahrestag der Ereignisse, deren Auslegung die ukrainische Gesellschaft noch bis heute in 2 ideologische Lager spaltet, reichten 28 Abgeordnete der Partei Recht und Gerechtigkeit im polnischen Senat einen Resolutionsentwurf ein. Sie schlugen vor, den 11. Juli zu einem nationalen Gedenktag zu erklären, in Erinnerung an das Martyrium der Polen, die während des Zweiten Weltkrieges in Wolynien und anderen Regionen der Westukraine Opfer von Verbrechen wurden. 3 Tage später, am 11. April, reichte eine Gruppe von 29 Abgeordneten der regierenden Volkspartei im Unterhaus des polnischen Parlaments ein im Wesentlichen inhaltsgleiches Dokument ein. Sein Titel lautete: Über den Völkermord an der Bevölkerung Ostpolens in den Jahren 1939 bis 1947, den die Organisation ukrainischer Nationalisten und die ukrainische Aufstandsarmee begangen haben. Das Hauptziel beider Dokumente war die Anerkennung der UUN und der UPA als verbrecherische Organisationen, die für den Völkermord an der polnischen Bevölkerung der Westukraine verantwortlich waren. 212 Abgeordnete unterstützten die Resolution, die das Massaker an den Polen durch UUN und UPA als Völkermord einstuft, während 222 dagegen stimmten. Der Resolution fehlten nur 11 Stimmen, doch sie scheiterte und das Thema Völkermord wurde von der Tagesordnung genommen. Die Opposition drängte darauf, die Verbrechen der UUN-UPA in Wolynien als Völkermord an den Polen anzuerkennen. Doch die Regierungspartei sprach sich im Hinblick auf außenpolitische Interessen für eine mildere Formulierung aus. "Es ist kein Geheimnis, dass sich die polnische Regierung für die Aufnahme der Ukraine in die EU einsetzt. Aus genau diesem Grund forderte Außenminister Radosław Sikorski die polnischen Parlamentsabgeordneten persönlich dazu auf, die Situation nicht zu verschärfen. Letztendlich verabschiedete der polnische Sejm am 11. Juli 2013 nach einer langen und hitzigen Diskussion eine Sondererklärung zur Tragödie von Wolynien, in der diese als ethnische Säuberung mit Merkmalen eines Völkermordes bezeichnet wird." Dziękuję, kto się wstrzymał.
Ich möchte mich bei der Mehrheit der Sejm-Abgeordneten, der Partei Bürgerplattform und all jenen bedanken, die ich durch meine Argumente überzeugen konnte, die Tragödie in Volynien als ein Verbrechen und als ethnische Säuberung mit Merkmalen eines Völkermords zu klassifizieren. Dies ist ein wichtiger Tag für die polnisch-ukrainischen Beziehungen. Und ich bin froh, dass sich der Sejm nicht von politischen Manipulationen und Emotionen beeinflussen ließ. Viele Teile von Herrn Sikorskis Rede haben mich überrascht, etwa als er sagte, dass das Wort Völkermord eine Demütigung für die Ukrainer sei. Meiner Meinung nach wäre das eine Demütigung für die ukrainischen Faschisten und Nationalisten, aber nicht für die Bürger der Ukraine. Die Argumente von Herrn Sikorski sind falsch und verletzend. Diese Resolution, in der der Völkermord nicht erwähnt und in der der 11. Juli nicht zum Gedenktag an das Martyrium der Ostpolen erklärt wird, ist in Wirklichkeit eine Resolution zur Unterstützung der ukrainischen Nationalisten. Wir wollen gute Beziehungen mit der Ukraine haben, nicht mit den dortigen Nationalisten. Sie waren es, die UPA und die OUN, die diese schrecklichen Verbrechen und den Völkermord begangen haben. Und wir protestieren dagegen. Es war ein Völkermord. Und das polnische Volk wird niemals die Meinung akzeptieren, dass man nur dann von einem Völkermord sprechen kann, wenn Juden getötet werden, aber nicht, wenn die Opfer Polen sind. Der polnische Sejm weigerte sich allerdings, den von der Mehrheit der Oppositionsparteien eingereichten Antrag zu unterstützen, der die Tragödie von Volynien als einen Völkermord bezeichnet und den 11. Juli zum Gedenktag an die Opfer der Verbrechen in Ostpolen erklärt. Diese Entscheidung löste in Polen eine Welle der Unzufriedenheit aus. Der Versuch, irgendwelche blumigen Formulierungen wie ethnische Säuberung zu finden, um das Wort Völkermord zu ersetzen, ist sinnlos. Dann könnte man auch sagen, dass die SS Verbrechen mit Merkmalen eines Völkermords gegen Frauen begangen hat, was einem normalen, zivilisierten Menschen nie in den Sinn kommen würde. Zu sagen, dass ich enttäuscht bin, ist eine Untertreibung. Es macht mich zornig, dass im polnischen Sejm überhaupt darüber diskutiert wurde, ob das ein Völkermord war oder nicht. Man kann hier auf keinen Fall von irgendeiner Art von Völkermord reden, denn ein Völkermord ist eine zielgerichtete Doktrin, die von einem Staat unterstützt und durchgeführt wird. Weder Polen noch die Ukraine waren zu dieser Zeit eigenständige Staaten. Sie waren besetzt. Zuerst vom faschistischen Deutschland, dann von der Sowjetunion. Und daher konnten natürlich weder die Polen noch die Ukrainer einen Völkermord verüben. Die polnische Presse behandelte die Kontroverse um Volynien recht schwammig. Die meisten Beiträge zu diesem Thema verurteilten die Unentschlossenheit der polnischen Regierung, aber oft genug wurde auch dazu aufgefordert, die Vergangenheit ruhen zu lassen, zumindest für den Moment. Wir werden erst dann wieder über die Tragödie in Volynien sprechen können, wenn die Ukraine zu einem stabilen, reichen Land innerhalb der westlichen Einflusssphäre geworden ist. Zum aktuellen Zeitpunkt ist diese Diskussion sinnlos. Aufrufe zu Entschuldigungen, zur gerechten Bestrafung der Verantwortlichen sowie Forderungen nach irgendeiner Art von Entschädigung können unsere Beziehungen mit Kiew nur verschlechtern. Und das gerade zu einer Zeit, in der über die Zukunft der Ukraine und ihre Assoziierung mit der EU entschieden wird. Das Thema kann in 20 Jahren wieder aufgegriffen werden, aber zurzeit ist das nicht nur nutzlos, sondern auch politisch schädlich. Andrzej Talaga, Völkermord als politischer Hebel, Zeitung Rzeczpospolita, Polen. Wenn die Polen das als eine ethnische Säuberung mit Merkmalen des Völkermordes bezeichnen, dann ist das nur eine abgemilderte Formulierung, um die Ukrainer nicht zu sehr zu provozieren. Denn mit Merkmalen des Völkermordes wird darauf hingedeutet, dass es einen Völkermord gab. Die Rede ist also von einer ethnischen Säuberung, bei der eine ethnische Gruppe nicht nur vertrieben werden sollte, wie es bei der Aktion Weichsel der Fall war, als ethnischer Ukrainer einfach in ein anderes Gebiet umgesiedelt wurden. Nein, hier geht es um physische Vernichtung. Wir wollten das Kind direkt beim Namen nennen. Völkermord. Aber für welche Bezeichnung man sich auch entscheidet, die Opfer wird das nicht wieder lebendig machen.
Ich glaube, dass wir diese Ereignisse nicht vergessen dürfen. Wir müssen vom Leben lernen und diese negativen Beispiele beleuchten. Es muss alles daran gesetzt werden, die Wiederholung solcher Situationen in der Gegenwart und in der Zukunft zu vermeiden. Am 14. Juli 2013 wurde in der Kathedrale der Heiligen Apostel Peter und Paul in der westukrainischen Stadt Lutsk ein gemeinsames Gebet zum Gedenken an die Opfer der Tragödie von Wolynien abgehalten. Am Gottesdienst nahmen der polnische Präsident Bronisław Komorowski und der stellvertretende Ministerpräsident der Ukraine Konstantin Grischenko teil. Wenn die eine Seite durch den Präsidenten des Landes vertreten ist, müsste eigentlich auch der Präsident der anderen Seite kommen. Aber da nur der stellvertretende Ministerpräsident gekommen ist, verlor dieses Treffen an Wichtigkeit. Ich hatte sogar den Eindruck, dass er sich beinahe für die Abwesenheit des Präsidenten entschuldigen wollte. Schließlich ist das respektlos gegenüber einem Staatsoberhaupt. Das ukrainische Parlament reagierte auf eine recht bizarre Weise auf den 70. Jahrestag der Tragödie von Wolynien. Fast ein Drittel der Abgeordneten der Werchowna Rada, also 148 Personen, überwiegend Kommunisten und Vertreter der regierenden Partei der Region, unterzeichnete eine Aufforderung an das polnische Parlament, die Ereignisse in Wolynien als einen Völkermord am polnischen Volk anzuerkennen. Diese Erklärung löste auf beiden Seiten der polnisch-ukrainischen Grenze heftige Reaktionen aus. In der Ukraine wurde diese spektakuläre Initiative scharf kritisiert und mit Landesverrat gleichgesetzt. Ich denke, das war ein moralischer Protest gegen die Verherrlichung der nationalistischen Bewegung in der Ukraine und ein Wunsch, auf wichtige historische Fakten hinzuweisen, die uns nicht das moralische Recht geben, so etwas in der Ukraine zu tun. Andererseits hätten die Verfasser dieser Erklärung auch die polnische Seite auffordern müssen, die Ermordung ukrainischer Zivilisten durch Polen zu verurteilen, entsprechend der Formulierungen in der ukrainisch-polnischen Erklärung von 2003. Der erste Versuch, eine Brücke zwischen der Ukraine und Polen hinsichtlich der verschiedenen Auslegungen der Wolynien-Tragödie zu schlagen, wurde 2003 von den damaligen Präsidenten dieser Länder unternommen, Leonid Kutschma und Alexander Kwasniewski. 2006 wurde der Versöhnungsprozess von ihren Nachfolgern Viktor Juschtschenko und Lech Kaczynski fortgesetzt, die im Dorf Pawlowka in Wolynien Denkmäler für polnische und ukrainische Opfer einweihten. Der damalige ukrainische Präsident Juschtschenko äußerte sich dazu mit den Worten: Wir vergeben und bitten um Vergebung. Doch bereits 2008 wurde dem Leiter der UN, Roman Shuchevich, auf Erlass von Juschtschenko posthum der Orden Held der Ukraine verliehen. Zwei Jahre später, im Januar 2010, verlieh Juschtschenko auch Stepan Bandera, dem Leiter der radikalsten Fraktion der UUNB, posthum die höchste Auszeichnung des Landes. In den westlichen Regionen der Ukraine wurden Denkmäler zu Ehren von Shuchevich und Bandera errichtet und viele zentrale Straßen und Alleen großer Städte wurden nach ihnen benannt. Was würde die Welt von den Russen halten, wenn sie für Stalin und seine Schergen Denkmäler errichten würden? Oder wenn die Deutschen das für Hitler und die Nazis tun würden? Es ist verblüffend, dass Bandera und seine nationalistischen Verbrecher als Helden der Ukraine dargestellt werden. Ich sage es erneut, sie sind nicht die Gründungsväter der Ukraine. Sie sind eine Schande für diesen Staat. Polnische und ukrainische Historiker schätzen die Ursachen der Ereignisse und die Opferzahlen beider Seiten unterschiedlich ein. Aber es steht außer Frage, dass die Tragödie von Wolynien die blutigste Episode in der Geschichte der polnisch-ukrainischen Beziehung war. Wir haben, was die Ereignisse in Wolynien angeht, folgende Fakten. In der Westukraine reifte seit langer Zeit ein ethnischer Konflikt. Im Sommer 1943 beschloss die Organisation ukrainischer Nationalisten eine ethnische Säuberung, eine Vernichtung der polnischen Bevölkerung in den heutigen Regionen Wolynien und Rowno durchzuführen, bei der Tausende von Menschen starben. Die Ereignisse vom Juli 1943 markieren den Höhepunkt eines Konflikts, der bereits 1939 begann. Die Ankunft der Deutschen löste neue Angriffe gegen die Polen aus. Das waren vor allem Osadniki,
Also Umsiedler, denen die polnische Regierung Land gegeben hatte, um die polnische Präsenz in Wolynien zu stärken. Ich bin auch der Meinung, dass das eine ethnische Säuberung war. Man hat versucht, eine konkrete Situation auszunutzen, um die polnische Bevölkerung aus Regionen zu vertreiben, die die Ukrainer, also die Anführer der ukrainischen Aufstandsarmee, die Ideologen des ukrainischen Nationalismus, als ihr Land ansahen. Sie sahen es als Notwendigkeit an, die Polen von dort zu vertreiben und diese Gegenden zu säubern. In diesem Sinne handelte es sich um eine typische ethnische Säuberung. Im Sommer 1943 erreichten die Massaker in Wolynien ihren Höhepunkt. Hunderte von polnischen Dörfern wurden dem Erdboden gleichgemacht. Unterschiedlichen Schätzungen zufolge wurden zwischen 40.000 und 100.000 Zivilisten, Frauen, Kinder und Greise auf brutale Weise vernichtet. Zeitzeugen berichten allerdings, dass Polen und Ukrainer bis zu einem bestimmten Zeitpunkt friedlich zusammenleben. Sie haben Seite an Seite gearbeitet und gemeinsam Feste gefeiert. Auch Mischehen waren nicht ungewöhnlich. Ich bin im Dorf Chnilce geboren, das zum Kreis Podhradschje, der Woiwodschaft Tarnopol, gehört. Als Kind, im Alter von 4 Jahren, hatte ich 2 Freunde. Einen Ukrainer, Slavka, und einen Juden, Motja. Das war normal, weil in unserem Dorf Polen, Ukrainer und Juden lebten. Es gab praktisch keinen Unterschied zwischen uns. Wir empfanden keinen Hass und keine Feindschaft. In Wolynien lebten Menschen aller möglichen Nationalitäten: Polen, Ukrainer, Deutsche, Russen, Tschechen, Armenier, Karaeer, Roma und andere. Und soweit ich mich an meine Jugend und die Geschichte meiner Eltern erinnere, gab es bis zu diesem Zeitpunkt keine Konflikte zwischen diesen Gruppen. Es kam zu keinen Konflikten wegen der ethnischen Zugehörigkeit. Hunderte von Orten in der heutigen Westukraine sind durch eine gemeinsame blutige Geschichte verbunden, etwa die Dörfer Kisilin und Lipniki. Hier wurden am 26. März 1943 179 Polen ermordet, hauptsächlich Frauen, Greise und mehr als 50 Kinder unter 14 Jahren. Jedes Jahr kommen polnische und ukrainische Delegationen hierher, um der unschuldigen Opfer zu gedenken. Noch leben viele Zeugen dieser tragischen Ereignisse, einfache Bewohner von Wolynien und den umliegenden Regionen, die es geschafft haben, all die Grauen dieser Zeit zu überleben. Der erste polnische Kosmonaut, General Mirosław Hermaszewski, ist einer von ihnen. Damals, 1943, war der zukünftige Weltraumpionier jedoch ein hilfloses Baby, das nur durch ein Wunder überlebt hat. Mój los to jest jeden z tysięcy podobnych dla innych. Mein Schicksal gleicht dem Schicksal tausender anderer Polen aus der Ukraine. Ich war damals nur 1,5 Jahre alt, also erinnere ich mich selbst an nichts davon. Aber ich kenne die Geschichten meiner Eltern und meiner Verwandten. In unserer Familie hat die Tragödie von Wolynien große Spuren hinterlassen. Meine Mutter erinnerte sich oft an diese Zeit zurück. Für unsere Familie ereignete sich die Tragödie in der Nacht vom 25. auf den 26. März 1943. Wir lebten in Wohlstand und in Frieden. Wir hatten gute ukrainische Nachbarn. Mein Großvater unterhielt freundschaftliche Beziehungen zu ihnen. Ich weiß das, weil meine Mutter sich immer mit Freude daran erinnerte. Als die ersten Gerüchte über Morde kursierten, kam Panik auf. Aber mein Großvater hat die Familie immer beruhigt und gesagt, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Und dass niemand uns etwas Böses wolle. Er sagte, die Ukrainer seien unsere Brüder. Leider bezahlte Großvater für diese Naivität mit seinem Leben. In jener Nacht erhielt er 7 Bajonettstiche in die Brust. Ktoś się nad nim pastwił, bo dostał 7 bagnetów w pierś.
Ein Mann sah mit eigenen Augen, wie einer von Banderas Leuten schreiend auf unseren Großvater zuging. Er hatte entweder ein Bajonett oder ein Messer in der Hand. Und er stach 7-mal auf ihn ein. Großvater saß auf einer Bank und dort hat man ihn am nächsten Tag auch tot aufgefunden. Er vertraute ihnen so sehr. Er war schon sehr alt und ich denke, das war der Grund, weshalb er allen vertraute und in jedem einen Freund sah. Dabei behandelten Banderas Anhänger auch ihre eigenen Leute schlecht. Sie töteten jeden, der es wagte, den Polen zu helfen. Die Situation war kompliziert. Die ältesten Verwandten versammelten sich in unserem Haus. Also meine zwei Großväter, mein Onkel, meine Tante. Und sie berieten sich darüber, was sie tun sollten, weil in Wolynien überall grausame Massaker stattfanden. Menschen wurden nicht nur getötet, sondern sie wurden mit Äxten geköpft, an Bäume genagelt. Ihnen wurde die Zunge abgeschnitten, die Augen wurden ihnen ausgestochen. Schwangeren Frauen wurde der Bauch aufgeschnitten, um ihre ungeborenen Kinder aus dem Leib zu reißen. Ich war damals bloß 6 Jahre alt und diese Geschichten waren furchtbar. Als ich all dies hörte, wurde ich wie von einer Flut überschwemmt. Eine Welle der Angst überschwemmte mein Bewusstsein, mein Herz, meine Gefühle und Gedanken, alles in mir und um mich herum. Als wir zu Bett gingen, waren wir auf alles vorbereitet. Wir Kinder waren müde und schmutzig und unsere Mutter wollte uns waschen. Die Nacht war schön und sie dachte sich, dass schon nichts Schlimmes passieren würde. Sie zog uns an und legte uns ins Bett. Wir waren 7 Kinder und mein Bruder erzählte mir später, was passierte. Er hat das alles sehr genau in seinem Buch beschrieben. Meine Schwester und er waren schon fast erwachsen und sahen all diese Gräuel. Vater kam hereingestürmt und sagte, das Dorf steht in Flammen. Sie sind schon hier. Es gibt schon Tote. Wir müssen fliehen und im Norden Zuflucht suchen, in den Bergen. Und wir flohen. Wir Kinder sollten uns jeweils in Paare aufteilen. Wir waren viele, 7 Kinder. Mutter trug das jüngste Kind in den Armen und Vater ging mit uns. Meine Mutter wickelte mich in eine Decke und trug mich auf dem Rücken. Und als sie das Haus verließ, wurde sie von 3 Banditen gesehen. Ich nenne sie Banditen, auch wenn sie für irgendwen vielleicht Helden sind. Sie rannten ihr hinterher und beschimpften sie. Sie wusste, was ihr drohte. Deshalb versuchte sie zu fliehen. Sie schossen ihr hinterher, einer Frau mit Kindern. Es war sehr hell, weil alles brannte. Sie rannte immer schneller, aber einer von ihnen holte sie ein und hielt ihr eine Pistole an den Kopf. Man kann sich selbst denken, was er dann tat. In dieser Nacht starben 182 Einwohner unseres Dorfes, darunter 18 Mitglieder meiner Familie. Der Höhepunkt des Völkermords ereignete sich am 11. Juli 1943 an einem Sonntag. Die orthodoxe und die griechisch-katholische Kirche feierten beide den Tag der heiligen Apostel Peter und Paul. Das ist ein wichtiges Fest. Der Angriff fand bewusst an einem Sonntag statt, weil die Polen dann in der Kirche sein würden. Es wurden etwa 100 Dörfer umstellt, vor allem Kirchen und Kapellen. Und die Kirchgänger wurden massakriert. Leider riefen auch einige ukrainische Priester zu diesen Morden auf. Sie segneten in ihren Kirchen sogar Messer und Äxte. In Koroschtschin wurden diese Angriffe sogar von Priestern angeführt. Eine der gängigsten Theorien erklärt das Blutvergießen mit einem Volksaufstand. Demnach haben sich die ukrainischen Bauern gegen die polnische Bevölkerung in ihrer Region erhoben. Das war eigentlich ein typisches Bauernmassaker. Ein Kampf um Land, bei dem beide Parteien das Land für wertvoller hielten als die Menschen, die darauf lebten.
Blut und Boden. Man kann Vergleiche mit den Nazis ziehen, aber in Wirklichkeit handelt es sich um einfachen bäuerlichen Patriotismus und ländlichen Nationalismus. Angriffe der Ukraine auf die Polen und umgekehrt hatten keinen organisierten Charakter. Die Motivation der Ukrainer beruhte meist auf alltäglichen Konflikten, nicht auf Nationalismus oder politischen Zielen. Oft reichte es aus, dass ihre Nachbarn reicher waren und eine andere Herkunft hatten, um Neid hervorzurufen und Verbrechen und Gräueltaten zu provozieren. Ich suche schon seit über 20 Jahren nach polnischen Dörfern, die von einfachen ukrainischen Bauern mit Mistgabeln zerstört worden sind. Aber ich habe noch kein solches Dorf gefunden. In allen Fällen, in denen die Angreifer identifiziert werden konnten, steckten immer Gruppen ukrainischer Nationalisten dahinter, die mit Bandera und der UPA verbunden waren. Es stimmt allerdings, dass Banderas Gefolgsleute seit Beginn der antipolnischen Kampagne die Bauern dazu zwangen, an ihren Operationen teilzunehmen. So entstand der Eindruck, dass die Bauern sich an diesen Leuten rächten und die nationalistische Säuberung wurde verschleiert. Es ist recht unwahrscheinlich, dass die Bauern von allein wütend wurden, zu den Mistgabeln griffen und diese Massaker organisierten. Daher ist es absolut klar, dass diese Kampagne organisiert war. Mehr noch, die Organisatoren wurden auf internationaler Ebene identifiziert und als solche anerkannt. Und das mehrmals. Es ist eine Tatsache, dass ein Teil der ukrainischen Bauern daran teilgenommen hat. Banderas Leute allein hätten das nicht tun können. Man kann aber nicht sagen, dass ein ukrainischer Aufstand die Ursache dieser Ereignisse und des Völkermords war. Tatsächlich ist das eine sehr gefährliche Behauptung, weil so die Schuld auf das ganze ukrainische Volk übertragen wird. Zu behaupten, die Verbrecher hätten sich nur einem Aufstand angeschlossen, klingt nach einer Rechtfertigung. Aus meiner Sicht kann es hier keine zwei Meinungen geben. Es gibt Dokumente, die belegen, dass die Führung der UPA die Massaker geplant und ihren Handlangern entsprechende Befehle gegeben hat. Sonst wäre das alles nicht so synchron abgelaufen, zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten. Es gibt also unwiderlegbare Beweise für die unmittelbare Schuld einiger Anführer der ukrainischen Aufstandsarmee an dieser Aktion. Bemerkenswert ist auch, dass die Massenvernichtung der Polen nicht an einem bestimmten Ort durchgeführt wurde. Die UPA führte ihre Strafexpeditionen über Monate in verschiedenen Regionen durch. Allein im Juli 1943 wurden mehr als 150 polnische Siedlungen angegriffen. Die Massaker erreichten ihren Höhepunkt in der sogenannten Blutwoche. Sie begann am 11. Juli 1943 und führte zur Auslöschung von 99 polnischen Dörfern. Polnische Kirchen wurden niedergebrannt und Priester direkt vor den Altären ermordet. Aber das Schrecklichste waren nicht die Massaker selbst, sondern die Angst, die uns alle überkam. Im Herbst 1942 beschloss die Führung der OUN bzw. der UPA, alle Polen und Juden aus den Gebieten zu vertreiben, die sie als ukrainisches Land ansah. Dabei war klar, dass allen, die nicht gehen würden, der Tod drohte. Der weitere Verlauf der Ereignisse und viele Dokumente der unteren Kommando Ebenen zeigen jedoch, dass dieser Befehl zu einem bestimmten Zeitpunkt in Wolynien durch einen Befehl zur Vernichtung aller Polen ersetzt wurde. Der UPA-Kommandeur Roman Szuchewitsch gab im Juli 1940 offen zu, dass das auch auf Ostgalizien zutraf.
Sie töteten Polen, Juden und andere Minderheiten wie Russen, Tschechen, Karaer, Roma. Einfach alle. Denn die Ukraine sollte nur den Ukrainern gehören, die über allen anderen stehen sollten. Sie wollten eine Art faschistischen Staat. Es ist historisch belegt, dass die Anführer der UUN und der UPA während des Zweiten Weltkrieges nicht nur in Polizeieinheiten der deutschen Besatzer, sondern auch in den Bataillonen Nachtigall und Roland und in der Waffen-SS-Division Galizien dienten und in deutschen Militär- und Geheimdienstschulen ausgebildet wurden. Wir haben zahlreiche Dokumente, die belegen, dass die OUN, UPA, aktiv mit der Wehrmacht und der Abwehr zusammengearbeitet haben, also mit der deutschen Aufklärung. Heute argumentieren die Apologeten der UPA, dass die jahrhundertelange polnische Expansion in die Ukraine die Ursache für den Konflikt war. Sie sagen, dass autochthone Völker das Recht haben, sich gegen die Versklavung durch Fremde zu wehren. Und da die Ukrainer die autochthone Bevölkerung Galiziens und Woliniens darstellen, sei es zweitrangig, die Methoden der ukrainischen Aufstandsarmee zu hinterfragen. Vor September 1939 hatte Polen territoriale Streitigkeiten mit 5 seiner 6 Nachbarländer. Als Reaktion darauf entstanden natürlich Bewegungen wie die Organisation ukrainischer Nationalisten, die sich den polnischen Ambitionen in der Westukraine entgegenstellen wollten. Stattdessen wollten sie einen ukrainischen Nationalstaat aufbauen, der ebenfalls ethnisch rein sein sollte. Die lange Fehde zwischen dem polnischen Chauvinismus und dem ukrainischen Nationalismus war der Stein des Anstoßes für den ethnischen Hass, der sich schließlich in Wolynien entlud. Wir müssen eindeutig sagen, dass das eine Lüge ist, eine Irreführung und Verzerrung der Wahrheit. Ein Opfer ist jemand, der unerwartet überfallen und ermordet wurde. Egal, ob er bewaffnet war oder nicht. Aber wenn ein Angreifer durch einen Akt der Selbstverteidigung zu Tode kommt, dann ist er ein Gefallener, aber auf keinen Fall ein Opfer. Das ist die Geschichte der ukrainisch-polnischen Beziehungen zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Und es gab auch Verbrechen der Polen an Ukrainern, die nicht weniger grausam waren, obwohl man zugeben muss, dass sie in viel geringerem Umfang stattfanden. Beim Massaker in Wolynien starben Zehntausende Menschen. Einige Quellen sprechen von 60.000 Opfern, andere geben sogar noch höhere Zahlen an. Bei den polnischen Racheakten kamen einige tausend Menschen um. Nun, es ist natürlich nicht gut, anhand von Opferzahlen zu bestimmen, wer recht hat. Aber es ist wahr, dass es weit weniger Opfer durch polnische Angriffe gab. Die Dokumente des Bandera-Untergrunds belegen, dass es strategische Gründe für die Entscheidung der UUNB gab, in Wolynien mit maximaler Härte vorzugehen und eine komplette Vernichtung der wolynischen und später auch der galizischen Polen anzustreben. Einer der Verantwortlichen für diese Ereignisse ist ein Mann namens Klim Savur, zu dessen Ehren übrigens vor nicht allzu langer Zeit in seiner Heimat ein Denkmal errichtet wurde. Die Niederlage der Wehrmacht in der Schlacht von Stalingrad und der Rückzug von der Wolga weckten bei der Führung der UUNB Zweifel an den Chancen Deutschlands auf einen erfolgreichen Ausgang des Krieges und sie befürchtete eine Rückkehr der Roten Armee in die Westukraine. Da sie davon ausging, dass die örtlichen Polen mit der Roten Armee zusammenarbeiten würden, beschloss die Leitung der UUNB in Wolynien und Polesien unter Klim Savur eine sogenannte Depolonisierung der Region durchzuführen. Ich habe bereits Klim Savur erwähnt. Wir haben Dokumente mit seiner Unterschrift, die beweisen, dass er Befehle zur Vernichtung unschuldiger Zivilisten erteilt hat. Zehntausende Menschen wurden ermordet. Die Errichtung von Denkmälern für solche Menschen ist mehr als fragwürdig. Und Polens Reaktion auf die aktuellen Ereignisse ist zum Teil dadurch begründet, dass wir solche Menschen zu Helden erklären.
Der Völkermord brachte die Familien gegeneinander auf. Die Logik der Anhänger Banderas war, wenn du zur UPA gehören willst, dann beweis es, indem du ein Familienmitglied tötest. Töte deine polnische Schwester oder Mutter. Innerhalb von Familien wurden schreckliche Verbrechen begangen und die christliche Ethik wurde zerstört. Nationalisten, Kommunisten und Nazis, sie alle waren Feinde des Christentums. In ihren offiziellen Dokumenten wie dem Leitfaden Kampf und Aktivitäten der UUN in Kriegszeiten definieren sich Banderas Anhänger als nichts anderes als ein Orden von Fanatikern und Kämpfern unter der Führung von Stepan Bandera, den sie als ihren großen Führer bezeichnen. Säuberung des Territoriums von feindlichen Elementen. Die Zeit des Chaos und der Unruhen kann zur Eliminierung feindlich gesonnener polnischer, moskowitischer und jüdischer Elemente genutzt werden. In erster Linie muss ihre Intelligenz ja vernichtet und davon abgehalten werden, sich zu reproduzieren. Zu diesem Zweck sind sie aus allen Führungspositionen und insbesondere aus Bildungseinrichtungen zu entfernen. Juden sind so zu isolieren und aus den Leitungsorganen zu entfernen, ebenso wie Polen und Moskowiter. Diejenigen, die aus technischen Gründen bleiben dürfen, müssen beim ersten Anzeichen von Ungehorsam liquidiert werden. Auszug aus dem Leitfaden Kampf und Aktivitäten der UN in Kriegszeiten. Das war eine Organisation wie die heutige Al-Qaida, also eine terroristische Gruppierung, deren einziges Ziel das Töten ist. Natürlich schoben sie ideologische Gründe vor, den Kampf für eine unabhängige Ukraine und das ukrainische Volk. Aber das Blutvergießen als solches war ihr eigentliches Ziel. Osama bin Laden rief einst ebenfalls dazu auf, die Muslime von der amerikanischen Unterdrückung zu befreien, durch Mord und Massenmord. Das sind Methoden, die nicht zu rechtfertigen sind. Es ist tragisch, dass das ukrainische Nationalbewusstsein zumindest teilweise auf diesen alten UPA-Traditionen beruht. Der Grund dafür könnte die starke und gut organisierte Diaspora von Bandera-Anhängern in Kanada und den USA sein. Von ihren Hauptquartieren aus wurde diese Idee in die Westukraine getragen. Auch wenn die modernen Anhänger der UUN-UPA gern das Gegenteil behaupten, waren viele Ukrainer laut Aussagen von Zeitzeugen nicht mit den Handlungen der Nationalisten einverstanden und versuchten oft, hilflose Polen zu beschützen, was ihnen und ihren Familien das Leben kosten konnte. Polnische und russische Historiker stimmen darin überein, dass die UPA nicht weniger als 70.000 Ukrainer ermordet hat, also ihre eigenen Landsleute, ihre Brüder und Schwestern. Das Polnische Institut für nationales Gedenken hat vor 3 Jahren ein Buch veröffentlicht. Das Buch der Gerechten aus den östlichen Grenzgebieten. Es erzählt von Ukrainern, die ihr Leben verloren, weil sie sich weigerten, der UPA beizutreten. Weil sie sich weigerten, ihre polnischen Familienmitglieder zu töten und ihren polnischen Nachbarn halfen. Im Oktober 1939 warnte ein ukrainischer Bekannter meine Mutter und Großmutter, dass sie am nächsten Tag verhaftet werden würden. Deshalb flohen sie aus ihrem Dorf nach Tscherkow. Sie versteckten sich dort, ließen ihre Nachnamen ändern und haben den Krieg auf diese Weise überlebt. Daher weiß ich, dass es unter den Ukrainern Menschen mit verschiedenen Haltungen gegenüber den Polen und ihrer Tragödie gab. Die Nachbarn meiner Mutter in Wolynien haben ihr 2-mal das Leben gerettet. Der Sicherheitsdienst der UPA, UUN, hatte den Befehl, alle Polen zu töten. Aber wie sich herausstellte, gab es Menschen, die ihre polnischen Nachbarn gewarnt und so ihr Leben gerettet haben. Sie haben das Leben meiner Mutter gerettet. Also bin ich in gewisser Hinsicht der lebende Beweis für die Freundschaft zwischen Polen und Ukrainern. Większość tych
Wenn wir die Geschichten der Überlebenden hören, sprechen sie sehr oft von Ukrainern, die ihnen geholfen und sie versteckt haben. Natürlich kämpfen die Polen um ihr Leben, sie hatten keine andere Wahl. Aber die Menschen, die ihnen geholfen haben, handelten heldenhaft und tapfer. Wenn wir also nach Helden suchen wollen, dann unter den Menschen, die den Polen geholfen haben. Der polnische Filmregisseur Maciej Wojciechowski weiß über die Ereignisse in Wolynien besser Bescheid als die meisten seiner Kollegen. Schließlich entstand unter seiner aktiven Mitwirkung der Dokumentarfilm »Es war einmal ein Städtchen«. Der Film erzählt die tragische Geschichte einer polnischen Familie in der wolynischen Stadt Kiselin zu Zeiten der Massaker. Der Film wurde kürzlich im ersten Programm Polens gezeigt und schlug hohe Wellen in der Öffentlichkeit. Und jetzt arbeitet auch ein zweites polnisches Studio an einem ähnlichen Film. Drehbuchautor und Regisseur Jarosław Banaschek ist der Meinung, dass die heutige Jugend kaum etwas über die Ereignisse in Wolynien wisse. Durch die Bemühungen einer kleinen Gruppe von Aktivisten werden in Polen seit kurzer Zeit zwar historische Rekonstruktionen organisiert, aber die Wahrheit über Wolynien wurde zu lange konsequent verschwiegen. Das Thema wird in den politischen Kreisen Polens, so merkwürdig das auch klingen mag, eher gemieden. Diese Ereignisse liegen nun 69 oder fast 70 Jahre zurück, aber wir können heute im freien Polen nicht darüber sprechen. Nur wenige Menschen wissen etwas darüber. Das Thema wird nicht viel diskutiert. Im vergangenen Jahr hat sich die Situation etwas geändert, aber es gibt einfach nicht genug Interesse. Die Wahrheit wird verborgen, niemand will sie hören. Die Tatsache, dass der polnische Sejm es nicht geschafft hat, diese Ereignisse als Völkermord zu klassifizieren, ist aus meiner Sicht ein Skandal. Der Sejm versucht, auf irgendwelche Neofaschisten in der Ukraine Rücksicht zu nehmen, die dem Land meiner Meinung nach nur schaden und die nicht für die Mehrheit sprechen. Ich finde das paradox und absurd. Deshalb wollen wir diesen Film machen. Kurz vor dem 70. Jahrestag der Tragödie von Wolynien wurde in der Werchowna Rada der Ukraine von Abgeordneten der Regierungspartei ein Gesetzentwurf eingereicht, der den Titel trägt »Über die ukrainischen Gerechten unter den Völkern«. Die Autoren der Gesetzesinitiative schlugen vor, Menschen nicht polnischer Herkunft, die sich in Lebensgefahr begeben haben, um Polen vor der UN-UPA zu retten, staatlicherseits zu würdigen. Die Idee wurde in Polen positiv aufgefasst, aber in der Ukraine glaubten viele nicht daran, dass das Parlament ein solches Gesetz erlassen könnte, und dafür hatten sie gute Gründe. Die Partei Swoboda, ein politischer Nachfolger der UN-UPA, hat 36 Sitze im Parlament und Tausende von Unterstützern in der ganzen Ukraine. Für sie sind die Mörder von unbewaffneten Frauen, Kindern, alten Menschen und Priestern Helden. In der grausamen Welt von damals und in Konfrontation mit totalitären Staaten, mit der Sowjetunion und mit Nazi-Deutschland, gab es keine andere Möglichkeit, diesen Kampf zu führen. Im Rahmen dieses Kampfes sind tatsächlich manchmal Verbrechen begangen worden. Und es ist nicht unsere Aufgabe, Verbrechen zu rechtfertigen. Aber was die Heroisierung angeht, so denke ich, dass die Menschen in der Westukraine das Recht haben, die Kämpfer für ihre Unabhängigkeit und Freiheit als Helden zu betrachten. Jeder hat da seine eigene Meinung. Das war ein zynisches, grausames Spiel mit dem ukrainischen Volk, das dazu gezwungen wurde, an Massakern zur Vernichtung der Polen teilzunehmen. Und was sehen wir jetzt, 70 Jahre später? Die Anführer der Partei Swoboda wenden sich der faschistischen Ideologie zu, auf der die Ideologie der UPA basierte. In Ternopil gibt es Denkmäler für Bandera, Šuševič, Klatschkivski, Lebend und viele, viele andere. Das ist eine sehr gefährliche Situation. Wir, Ludzie z Wołynia,
Wir, die Menschen aus Wolynien, sind von diesen schrecklichen Ereignissen gezeichnet. Und die Ukrainer schämen sich so sehr dafür, dass sie das alles gern vergessen würden. Deswegen wurde darüber jahrelang weder gesprochen noch geschrieben, nicht einmal unter Familienmitgliedern. Hätte jemandes Vater oder Großvater einfach sagen sollen, ich habe damals meine Nachbarn ermordet? Ich denke, dass diese Frage unsere Völker noch lange beschäftigen wird. Vermutlich müssen wir von vorne anfangen, indem wir kommenden Generationen die Wahrheit sagen. Schließlich endet die Welt nicht mit uns, sie dreht sich weiter. Das, was in Wolynien passiert ist, war furchtbar. Heute ist es furchtbar, dass die Erinnerung an die rechtschaffenen Ukrainer ausgelöscht wird und dass die Begriffe Gut und Böse nicht nur im historischen, sondern auch im moralischen Kontext in ihr Gegenteil verkehrt werden. Verbrecher werden als Helden gefeiert, während wahre Helden, die sich geopfert haben, vergessen und ignoriert werden. Das ist furchtbar. Das ist eine Falle, in die unsere Nationalisten tappen, wenn sie die Unabhängigkeit der Ukraine mit dem Kampf der UUN-UPA gleichsetzen wollen. Denn in diesem Fall werden sie sich für die UUN-UPA verantworten müssen. Ich hege keinen Groll gegen die Ukrainer. Ich glaube, dass die Ukrainer ein gutes, stolzes Volk sind. Aber Faschisten sind Faschisten. Sie sind nicht das Volk. Damals gehörten nur 1% der Ukrainer zu den Mördern. Das waren nur 40.000 Menschen. Und heute beeinflusst dieses 1% das gesamte ukrainische Volk. Es ist paradox, dass das 1% einen so großen Einfluss auf das Bewusstsein der Ukrainer hat. Vor allem auf das der Politiker. Stellen wir uns vor, wie Frankreich, England oder auch Polen auf die Verherrlichung der Repressionsdienste der Nazis reagieren würden. Ich meine die Gestapo, die SS und viele andere Organisationen dieser Art. Wenn irgendjemand sagen würde, die KZs waren großartige, ruhige Orte, wo man etwas Geld verdienen und sich dann ausruhen konnte, das wäre ein internationaler Skandal. Aber Polen verschweigt im Namen einer Allianz mit der Ukraine das, was in der Westukraine vor sich geht, wo Denkmäler für Bandera und andere Mörder der Polen errichtet werden. Die Opposition ist für die europäische Integration. Und die Regierungspartei ist auch für die europäische Integration. Das Streben nach Europa erscheint als eine mögliche Grundlage für eine breite Koalition der politischen Kräfte. Aber wie passt die Partei Svoboda in dieses Bild? Gar nicht. Der Rest der Opposition muss also entweder aufhören, mit Svoboda zu kooperieren oder aufhören zu sagen, dass sie Europäer sind und nach Europa wollen. In Europa kooperieren respektable Parteien einfach nicht mit Rechtsextremisten. Das ist unerhört. Die Ukraine soll der EU beitreten? Nun, wenn die Bevölkerung das so will, und das ist eine offene Frage, dann muss sie zuerst ihre Vergangenheit aufarbeiten. Man kann von den Deutschen halten, was man will. Ich persönlich vertraue ihnen nicht. Aber sie haben ihre kriminelle Vergangenheit aufgearbeitet. Vom postsowjetischen Russland kann man auch halten, was man will. Aber Russland hat seine Verantwortung für das Massaker von Katyn und andere Ermordungen polnischer Offiziere eingeräumt. Dort wurden Denkmäler errichtet und russische Politiker nehmen an Gedenkzeremonien teil. Es findet eine bestimmte Entstalinisierung statt. Wie kann die Ukraine auf einen EU-Beitritt hoffen, wenn sie sich nicht mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzt? Europa schweigt. Es signalisiert manchmal seine Unzufriedenheit, aber es sagt nichts gegen die Denkmäler für Bandera. Das heißt, Europa ist mit diesem Faschismus einverstanden. Das ist eine Bedrohung und die EU weiß nicht, womit sie hier spielt. Wenn sich diese Infektion, diese Pest und Cholera von der Westukraine nach Kiew und dann in andere Teile des Landes ausbreitet, die wissen, was Faschismus ist, dann werden schlimme Dinge passieren. Ich denke, Europa muss sagen, es reicht.
erreicht. Und die Ukrainer müssen sagen, wir wollen das nicht. Um das zu verstehen. Nun, es hat eine tiefe Bedeutung, aber es ist auf Polnisch. Über das leidgeprüfte wolynische Land flog ein Engel mitten durch den Lebenswillen und die bestialische Gewalt. Zwischen all dem Feuer, dem Blut und all den Tränen sah er einen kleinen Jungen, bedeckte ihn mit seinen Flügeln und beschützte ihn bis zum nächsten Morgen, als seine verzweifelte Mutter ihn endlich fand. Der Engel flüsterte dem Jungen zu: Hab keine Angst, du wirst das Feuer überleben und eines Tages werde ich dich zu den Sternen tragen. Du wirst stark und gesund sein. Und die polnische Sprache und die Vertriebenen aus dem tristen Grenzland in unendliche Weiten führen. Haben Sie das verstanden? Ich habe es verstanden. Viele Menschen haben es.